ich schon erwähnt, dass das ein Live-LP ist? Ich glaube schon, ne? Aber ich sag's nochmal, ist ein Live-LP. Sir. Townsend, komm schon, sonst verpasst du noch alles. Noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume. Uiuiui. Täuscht das oder sind die Stimmen sehr leise? Unser neuer Fahrer, Männer! Durch Morast und Blut. Nicht, wenn du fluchst. Finch. Edwards. Schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge. Sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellungen zerstören. So sieht's aus. Finch. Los. Danach stoßen wir vor bis in die französische Region Combray. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. Man ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McManus. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big Bass sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Oh yeah. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Einfach über den Schützengraben rüber. Okay, ich darf jetzt Panzer fahren. Ich weiß nur nicht wie. Ich anscheinend. Dieser verdammte Vogel hart! Mausern, McManus! Vögel mausern! Ich reiß ihn jede Feder einzeln aus! Ganz ruhig, dieser Zauber kann dein, ich kann noch zielen. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Und Waffen wechseln. Alles klar da oben, Edwards? Ja! Hat zwei Waffensysteme, Kanonen und Schnellfeuer-NMGs für Angriffe auf Personen. Ein Auto, ich war Chauffeur. Okay. Halt! Das ist weit genug! Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf und dann kommen wir. Meine Güte, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Herhören, wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Welche? Ach da. Verschafft unseren Jungs etwas Platz. Ich kann das. Das ist unser Einsatz. Vollgas. Oh. Okay, ich gehe Vollgas. Das kann ja lustig werden. Eieiei. Panzer fahren. Oh, aha. Wer schießt denn da? Ach, ich. Muss ich eigentlich. Kann ich nicht. Wir dürfen nie so im Schlamm stecken bleiben. Kann ich hier so. Kann ich hier durch? Nö. Toll. Wofür habe ich denn einen Panzer, wenn ich damit nicht über Berg und Tal komme? Das ist ja voll. Das ist ja ein bisschen doof. So, ich solle A erobern. Ich versuche das mal, da irgendwie hinzukommen. Hier ist nur gerade nicht viel. Irgendwo schießt hier was. Huch, toll. Oh, okay, erstmal Baum fällen. Da ist so ein Geschützpanzer-Ding und platt. Feldgeschütz!
Ich würde es vorziehen, kein Ziel zu sein, Frischling. Vorwärts, damit wir freies Schussfeld auf die Feldgeschütze haben. Ja, ich arbeite. Pinch, was ist los? Motor ist in Ordnung, Sir. Er liegt am Schlamm. Piss dich. Haltet die Stellung und schaltet alle deutschen Geschütze aus. Sie liefern einen verdammt guten Kampf. Er liefert hier einen guten Kampf. Ich liefer hier gar nichts. Genau, ich stehe genau vor dem, ob ich erwischt ihn nicht oder was. Willst du mich verarschen? Nein. Was ist denn da noch? Die Jungs rücken vor! Unterdrückungsfeuer fortsetzen! Lass sie nicht zur Ruhe kommen! Ich unterdrücke. Fritz ist auf dem Rückzug! Sehr gut! Halten und weiter unter Druck setzen! Ich halte. LB. Ich repariere mal. Hier nochmal. Ich wusste gar nicht, dass es geht, aber gut zu wissen. Zack. Oh, in den Panzer repariert. Ich gehe erstmal in den Bunker rein. Da ist ein dickes Geschütz, glaube ich. Das war daneben. Nee, getroffen. Alter. Krasser Scheiß hier. Da ist auch noch ein Geschütz, glaube ich. Oha, da kam nur was von links gerade, von rechts, glaube ich, ne? Welches denn? Ist hier keins. Das hier. Hier nix. War. Wie schießt er da mit dem Raketenwerfer? Irgendwo da hinten. Alter. Ja, ich arbeite dran. Ja, komm, steck mal den Kopf raus. Wieso? Gut gemacht, aber vergesst nicht, der Tag ist noch jung. Wir fahren zu den Ruinen und machen den Weg für die Infanterie frei. Erobere Behrens Kreuzung. Alter. Da muss da durch, Junge. Das Geschütz hält uns auf. Erledigt es. Wie ist Geschütz? Das da? Ja, lad nach, Junge, lad nach. Feldgeschütz erledigt. Ja, lauf, lauf, flieht ihr Narren, flieht. Alter, was geht hier? Voll die Party. Noch eins in mir. Ein Feldgeschütz weniger, das uns Sorgen macht, Jungs. Da oben noch eins. Aua. Wer war das? Nicht nachlassen, Jungs. Aber wofür bin ich eigentlich hier? Beziehungsweise wofür sind dann meine Infanterieleute da, wenn die eh nichts machen? Warte mal, da kann ich noch einen so reinjagen. Da oben. Also, ich kann mich täuschen, aber ich glaube, die haben es auf mich abgesehen hier. Alter, wer schießt denn hier immer noch so heftige Granaten? Da ist noch einer. Du willst mich doch verarschen. Aua. Tipp, Feuer auf die Schwachstellen. Welche Schwachstellen denn? Aua. Kapuff. Ach, die Schwachstelle. Jetzt mach ich dich alle, Junge. Jetzt mach ich dich alle. Hallo, lass mal nach. Was zum Henker machst du? Wir müssen weiterkämpfen.
Den wird man sehen. Ja, toll, ich treffe nichts. Es ist uns gelungen, doch, jetzt. Sehr gute Arbeit, Jungs. Wir fahren weiter. Aua. Alter, Alter, Alter. Locker bleiben. Kein Schuh. Sie bewegt sich nicht. Finch, geh raus und sieh dir das an. Pass auf deinen Arsch auf, Finchy. Edward, du gehst ihm zur Hand. Ja, toll. Ich denke, ich bin... Ich fahr das Ding doch. Was soll ich denn machen? Bin doch kein Mechaniker, Junge. Also, doch, eigentlich wohl. Edward? Alles gut? Ja, Mann. Sicher? Ja. Und das war's. Finch! Was soll ich tun? Reparaturen außerhalb des Panzers sind besonders effizient, aber extrem gefährlich. Behalte da. Toll. Daniel Edwards, 1895 bis 1918. Schön. Sollte der sterben? Nee. Ich. Ja, hat nicht so gut geklappt. Schön. Ey. Schneller, Fahrer! Erst kriegen wir einen verdammten Unglücksbringer und jetzt ist Finchy tot. McManus, reiß dich zusammen. Bring uns zu dem Dorf, Fahrer. Dort sitzt ihre Artillerie. Ach so, ja. Hab ich nach meinem Tod noch repariert anscheinend. Okay. Ach, leck mich doch mit euren Scheißkanonen hier. Ja, ich arbeite dran. Da war ein Feldgeschütz. Da ist noch eins. Leck mich doch. Alter, wie viele haben die denn von diesen Dingern hier? Lade mal einer schneller nach hier. Genau, schön elegant daneben geschossen. Habe ich den immer noch nicht platt gemacht? Alter, willst du mich verarschen? Naja. Hallo? Schau mal, wohin jetzt? Ja, natürlich nicht. Welches Geschütz denn? Meine Güte, da kommen immer mehr Jerrys. Ach, oh Gott. Nein, schon wieder daneben. Aua. Alter, willst du mich verarschen? Ich treffe hier überhaupt nichts. Jetzt. Ja, ich arbeite dran. Komm her. Feldgeschütz in der Nähe. Mach irgendwas. Ich arbeite dran. Kann auch nicht zaubern. Alter, hier sind übelst die Kanonen. Moin. Bin da. Und ihr seid weg. Nice. Ich reparier mal. Zwischendurch, ne? Das muss. Oh, guck mal, da ist ja noch mehr. Hey. Sie ist repariert. Gut gemacht, Junge. Los, 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 lad nach. Alter, hier musst du aber auch punktgenau zielen, oder? Meine Güte noch. Hier zwei wieder. Oh, da hat geknallt. Hat die getroffen? Nö, gar nicht. Schnauze. Das war ein Treffer, oder? Jawohl. Was war das letzte? Das Dorf gehört uns. So, als nächstes Big Willis Hof. Erstmal alles andere noch ausschalten. Wo muss ich denn jetzt lang? Kann ich hier einfach so rüber? Hallo. Ah, einmal über den Friedhof rüberflügen. Dann brennt irgendwas, wie mir scheint. Ich mache einfach mal alles platt. Hoffe ich. Ist Edwards jetzt auch tot? Heißt er jetzt nur noch Fahrer oder habe ich mir das eingebildet oder was? Ja, genau. Und wo kam das? Von da. Irgendwas habe ich erwischt, oder? Der war knapp.
Das war der Bunker. Und jetzt noch den Kollegen. Auch noch weg. Achtung, Vorsicht, hier komme ich. Moin, ich bin da. Heißt ihnen ein, Jungs, wir übernehmen diese Stellung. Naja, rennt mal ruhig alle schön in mein Feuer rein. Hallo? Muss mal eben auch noch vielleicht drehen. Irgendwie. Die Steuerung ist ein bisschen merkwürdig hier von der Seite. Irgendwer schießt da auf mich. Achso, der gehört zu uns. Oder was? Du bist aber mutig. Nicht nachlassen, Jungs. Bald gehört diese Stellung uns. Aua. Achtet auf die Panzerabwehr. Ja, ich achte hier so ziemlich auf alles, was sich irgendwie bewegt. Was ist da los? Wer ist er denn? Wer ist er denn? Geh weg. Nein. 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 Sind zu uns? Boah, ich repariere nochmal durch. Zerstöre die feindliche Artillerie. Da hinten, okay. Der Mantau. Ab durchs Getümmel, würde ich sagen. Kommen wir durch den alten Teich durch oder saufen wir dann gleich ab? Okay, wir sind recht lahmarschig im Schalam. Ich mach mal den Bunker da weg, ne? Na, oh, wieder schön an den. Aua! Ja, ich sehe nichts mehr. Was ist denn dazu? Geschütz erledigt! Los! Wieder einer weg. Warte. Den Bunker will ich auch noch haben. Aus Prinzip. Ciao. Eins weniger! Was hat denn für mich zu? Ach, du ahnst es nicht. Aua. Lad nach! Oh, dass die hier 120.000 Stunden brauchen, um nachzuladen, ne? Du bist zu nah an dem Feldgeschütz! Welches Feldgeschütz? Ach, das Feldgeschütz. Sag das doch. Ja, jetzt. Ernsthaft, ich habe genau drauf geschossen. Genau drauf geschossen. Wollt ihr mal auf den Sack gehen da mit eurem? Alter, was war das denn? Wer ist immer noch da? Geh weg. Alter, was flog denn da gerade für ein Granatending durch die Gegend? Infanterie! Machen wir sie fertig! Warte. Ich räume. Aua. Natürlich. Ich schieße natürlich genau gegen die Brücke. Statt gegen das scheiß Geschütz da. Weg da. Ich bringe. Hauptsache die springen gleich nicht die scheiß Brücke hier in die Luft. Ich erhöhe. Ich versuch's. Ich kann nicht. Wie kann ich denn erhöhen? Was will er denn? Geh mal weg. Hallo? Genau. Bin genau vor dem und treff den nicht. Du musst mich auch verarschen, ne? Da. Ich hab mich, glaube ich, gerade festgefahren. Sie haben auf uns gewartet. Wir müssen Scheiße! Scheiße! Ich hab keinerlei Zugkraft! Treib sie zurück, Jungs! Lass Bessie in Ruhe, du Ihre Zugkraft, Sir. Sie bewegt sich nicht! Kopfhörer! Thank you.
Das ist ein Befehl, Junge. Hast du mich etwa nicht verstanden? Sir. Sir! Was? Bring die Nachricht zum Hauptquartier. Was? Ich bin die Taube. Hä? Wie? Hä? Ich mach grad gar nichts. Achso. Ah. Ich habe keine Ahnung, wo das Hauptquartier ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte jetzt gerade nicht reden. Oh, da sind wir schon durch. Neue Befehle! Befehle vom Feldsir von Townsend. Feuerbefehl! 3-1-4-2-1! Das Ende, Jungs. War schön, mit euch zu dienen. Alter, ernsthaft?